Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit dem coolen Trade-Up-Video. Ja, Lieben, wie man im Hintergrund sehen könnt, habe ich mir mal wieder einige exotische Items gegönnt und die machen wir heute zu Black Markets. Doch bevor das Video losgeht, wollte ich mich bei euch für die 32.000 Abonnenten bedanken und aufgrund dessen machen wir heute ein Gewinnspiel. Ich verlose unter diesen Kommentaren 10 Fennecs. Alles, was du machen musst, ist einmal Hashtag Fennec in die Kommentare zu schreiben und auf entspannt ein Abo da lassen. Das Gewinnspiel wird übrigens von AOEA.com supported. Das heißt, ihr kriegt dann den Fennec von AOEA.com. So, Lieben, vielen, vielen Dank für euren Support. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir legen los. Let's go. Bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz auf meinen Sponsor AOEA.com hinweisen. Hier habt ihr die Möglichkeit, alle Rocket League Items für einen richtig guten Preis zu kaufen. Und wenn du 6% Rabatt haben möchtest, kannst du mich dabei unterstützen und AGTV als Code eingeben. Viel Spaß mit dem Video. So, Lieben, wir legen los. Ich hoffe, dass wir unbedingt ein richtig geiles Black Market kriegen. Vielleicht auch Painted wäre auch nicht schlecht. Dwelling Dragons wäre geil. Lösungsmittel wäre auch nicht schlecht. Interstellar wäre cool. Mal gucken. Hauptsache irgendwie ein bisschen wertvoll. Schauen wir einfach mal rein und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier mit Painted an, die wo wir alle haben. Okay, erste Trade-Up und wir legen los, Leute, und bekommen Singularitätsbombe in Pink. Let's go! Let's go, ihr Lieben, Singularitätsbombe in Pink bekommen, das ist ja absolut insane. Holy shit, direkt als allererstes ein Painted, also da bin ich auf jeden Fall schon mal richtig froh, dass ich dieses Video angefangen habe. Du darfst natürlich in die Kommentare schreiben, welches dein Lieblings-Black Market ist, das wir heute gezogen haben. So, ihr Lieben, 4 Stück haben wir noch und das erste direkt Painted, das ist ja mal richtig, richtig geil. Da bin ich auf jeden Fall richtig zufrieden und ja, fangen wir einfach mit dem nächsten Black Market an und in dieser Stelle würde ich sagen, ich mache ein No-Look, bam. Und wir bekommen, jetzt gucke ich hin, Frost leider, okay, nicht das allerbeste, aber es ist in Ordnung. Wir gucken es uns trotzdem nochmal kurz an. Hier könnt ihr jetzt Frost sehen, ich habe es leider schon 3-mal, es ist nicht das teuerste Item an dieser Stelle, aber meine Güte, es ist, wie es ist. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück, wir haben ja noch 3 Black Markets, mal schauen, was wir bekommen. So, Lieben, die nächsten 5, ich hoffe, dass wir diesmal irgendwas Gutes bekommen. So, und wir bekommen Popcorn, leider. Okay, der Popcorn ist nicht die beste. Ich glaube, das ist eines der bekanntesten Torexplosionen, weil sie einfach gefühlt immer kommt. Im Hintergrund könnt ihr jetzt mal Popcorn sehen. Ich sag mal so, naja, es geht so, sage ich jetzt einfach mal. Es ist nicht die allerbeste und nicht die bekannteste Torexplosion, aber nichtsdestotrotz haben wir noch 2 Black Markets, die wir bekommen. Nächstes Schwarzmarkt-Item. Wir hauen 2 Dracos raus, 2 Zombas und an dieser Stelle würde ich sagen, wir legen los und ich hoffe so sehr, dass wir wenigstens irgendwas Gutes bekommen. Komm schon, Psyonix, gönn mir, let's go. Und wir bekommen frisch gestrichenes Schwarz, let's go. So, Lieben, hier ist frisch gestrichen in Schwarz. Mega, mega geil. Holy shit, ich bin so froh, dass wir überhaupt jetzt hier Painted Items bekommen haben. Richtig nice. Mega, da freue ich mich extrem. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Item gefällt. So, ihr Lieben, das letzte Black Market Trade-Up. Und ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal irgendein cooles Item bekommen. Und an dieser Stelle legen wir los und bekommen Biomass. Let's go. Das ist auch gar nicht so schlecht. So, im Hintergrund könnt ihr noch Biomass sehen. Das ist so in Schwarz. Sieht das eigentlich auch relativ cool aus. Und ja, mega, mega geil. Feier ich extrem. So, ihr Lieben, ihr dürft in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsitem war. Und an dieser Stelle sage ich schon mal Dankeschön. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer AngezocktTV.